Willkommen zurück. Es geht weiter mit Sherlock Holmes Chapter 1. Wir versuchen jetzt den Tathergang nachzuvollziehen. Und das wird sehr interessant werden. Wir haben ziemlich viele verschiedene Aussagen. Die stellenweise deckungsgleich sind und auch nicht, je nachdem. So, also, was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Wir gucken nochmal. Also, der Barkeeper sagt, der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen und dann eskalierte das sofort. Der Matrose wollte mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen, aber stattdessen traf er den Dockarbeiter. Das war alles, was er gesehen hat. Okay. Also. Da. Haben die sich echt einmal im Kreis bewegt? Ne, das ist schon ein Messer. Wollen wir nicht. Okay, also. Die Polizei hat schon, sagen wir mal, richtig gestartet. Ne? Aber so schnell? Nee. Okay, das ist ein bisschen schräg. Stuhl. Das ist schon die Flasche. So, er sagt, also der Händler sagt, er habe versehentlich was über den Dings geschüttet. Der Soldat habe sich auf ihn gestürzt. Und dann hat er schon eine Flasche über den Kopf bekommen. Ja, dann fängt das so an. Also diese Vorgeschichte ist da gar nicht mit drin. Das ist echt schräg. Ganz ehrlich, von der Zuordnung her. Also was haben wir denn? Wir haben zerbrochene Flasche, wir haben Schlägerei. Wer fliegt da? Das ist der Soldat. So, und dann liegen die beiden da. Das ist schräg. Machen wir zurück. Ne, also wir können das nicht einfach bestätigen. Das geht nicht. Geh nochmal zurück. Bis zu ihm. Ah! Jetzt check ich. Ich habe das die ganze Zeit völlig verpeilt. Okay, nochmal von vorne. Das da... Ist das jetzt der Händler? Ja, das ist der Händler. So, der Händler sagt, Matrose schubst mich herum, hat nur versehentliches Bier. Genau. Und dann rempelte er den Soldaten an. Dann zog ihm jemand eine Flasche in den Kopf. Okay. Gehen wir vom Barmann nochmal aus. Genau. Also er hat ja nicht mitbekommen, wahrscheinlich auch, ob der Matrose ihn tatsächlich geschubst hat, ist ja wurscht. Okay, also der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen, dann wollte der Matrose mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen. Okay. Der Soldat kommt da irgendwie gar nicht vor, ne? Okay, dann, genau, okay. Der Matrose schubst ihn herum, weil er sein Bier auf ihn geschüttet hat. So. So, dann trifft er den Soldaten versehentlich. So, ah, okay, ich verstehe. Der Matrose hat ihn umgeschubst, dann hat der Händler versehentlich den Soldaten wahrscheinlich getroffen beim Gestikulieren oder weiß der Geier. Und dann ging quasi die Kneipenschlägerei los. Genau, dann ging seine Brille zu Bruch. Das heißt, das mit dem Tisch. Okay. So, dann sieht er, wie der Händler dem Soldaten schlägt. Okay. Und dann zieht er in die Flasche über. Okay, also das ist, das passt. Okay, also Matrose... Und Dings, das passt. Das passt nicht. Genau, weil dann ging seine Brille zu Bruch.
Also der Händlerstuhl ins Gesicht, sagt er. Okay, ob das im Stuhl war oder nicht, war das scheißegal. Und das ist schräg, weil er sagt, der Barmann sagt, der Matrose hat mit dem Stuhl nach dem Händler geschlagen. Aber stattdessen den Dockarbeiter getroffen. Also der Dockarbeiter. Der Dockarbeiter sagt, er war gar nicht. Okay. Ich folge der Aussage des Barmanns, weil das passt. Er hat davor vielleicht nicht mitbekommen, was Phase war, aber alles andere würde wahrscheinlich passen. Okay. Das macht für mich keinen Sinn. Ne? Warum sollte der Matrose den Ding schlagen? Nee, nee, nee. Wir machen mal den Händler. Warum auch immer er ihn umhaut. So. Und jetzt? Was ist das? Das müsste ja der Ding sein. Das ist etwas. So, nein. Das ist doch völlig verwirrend. Ich hätte jetzt gerne eigentlich den Händler. Warum prügeln die sich eigentlich alle jetzt? Okay, ich sammle mich mal und setze alles so zusammen, wie ich denke, und dann gehe ich mit euch das nochmal durch, sonst dauert das zu lange. So, das war lange, eine lange Geburt. Ich verstehe jetzt auch, was mich verwirrt hat. Das hier bei Szene 4. Ich habe gedacht, warum sind das 4 und Bibu was po Pipapo, ne? Das sind zwei verschiedene Aussagen. Deswegen werden auch immer nur, wird immer ein paar gehighlightet. Und beziehungsweise es ist ein, im Grunde kann man auch sagen, nee, es sind zwei Vorgänge innerhalb eines Vorganges, zu dem wir mehrere Aussagen haben. Okay, gehen wir jetzt nochmal zurück. Also. Hier haben wir die Aussage des Händlers, der Matrose schubste mich herum, dabei habe ich doch nur aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttet. Das ist eine ziemlich klare Ansage, plus wir haben dieselbe Aussage, also Ansage überhaupt nicht, dieselbe Aussage vom Barmann. Der sagt auch, ja, der Händler hat sein Bier auf den Matrosen geschüttet. Na, wir sind unten im Krug. So, jetzt wird's etwas tricky. So, der Händler, der Soldat sagt, der Händler schlug mir ins Gesicht und dabei ging meine Brille zu Bruch. Diese Aussage deckt sich mit der Aussage vom Dockarbeiter. Der sagte, ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Diese Aussage deckt sich deswegen, stimmt das definitiv. Und jetzt hier, das ist interessant. Der Dockarbeiter sagt, hätte ich da einfach nur tatenlos herumsitzen sollen, das wäre nichts passiert. Ich griff wohl nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. So. Der Händler selbst hat nicht mitbekommen, wer ihm was über den Kopf gezogen hat, aber der Dockarbeiter hat das ja schon bestätigt. Also die, ne, das passt. So, und dann liegt ja der entsprechend am Boden, ne? Da sieht man es. So. Und mit dem Stuhl. Die Information, das ist immer hier. Vom Barmann. Ich weiß noch, dass der Matrose mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen wollte, aber stattdessen den Dockarbeiter traf. Und das passt auch hier. Also Dockarbeiter, ne? Flasche und dann er trifft den Dockarbeiter. Wollte eigentlich einen von den beiden treffen, egal. So, schlussendlich müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wer hat hier den Dingsbums erledigt? Den Matrosen. Wer hat den Matrosen gekillt? Wenn wir uns das angucken, also eigentlich. Ja, das ist schwierig, ne? Weil der Händler liegt am Boden, der
Ja, der Soldat aber nicht. Der Händler liegt am Boden und der Matrose liegt am Boden. Der Dockarbeiter. Der Dockarbeiter und der Händler liegen am Boden. Da bleibt nur noch der Soldat. Na, ich habe ihn hier schon markiert. Es bleibt nur der Soldat. Ja, und das würde ich jetzt so bestätigen. Was mich interessieren würde, ist, ob wir auch ins Archiv gehen können, Polizeiarchiv, und könnten da uns mal die Informationen zu den jeweiligen Kollegen abholen. Aber wir bestätigen das erstmal. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Ist das so? Schlüsselweise alle Hinweise halten. Ist das richtig? Des Rätsels Lösung ist offensichtlich. Der Soldat ist der Mörder. Er wollte auf den Highender einstechen, griff aber aufgrund seiner schlechten Augen den Matrosen an. Okay. Haben wir irgendwas beim Gedankenspiel noch? Nö, das ist wahrscheinlich nur bei den Hauptdingern. Okay. What would you like? On today's menu we have stomach punching, head kicking and the chef's special throat slitting. Nein, und das hast du letztes Mal schon gesagt. Okay, das scheint so gelöst zu sein. Interessant ist, ob wir jetzt in den Archiven noch was hätten finden können. Das werden wir vielleicht schauen, da werden wir eine Schnellreise machen. Ich quatsch mal sich jetzt aber noch mit dem Constable. So, da sind wir jetzt beim Polizeirevier angekommen. Dann gehen wir mal direkt rein. Jetzt müssen wir alle Hinweise. Vielleicht können wir auch noch einen weiteren Fall abgreifen. You have three people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Oh, ein wenig. Wunderbar. Der Preis der Gier. Das war's. Mehr Fälle gibt's nicht. Wir werden es auch Mutterliebe weiterverfolgen. So. Aber wir lesen jetzt kurz den Fall durch, den wir noch nicht angehen. Drei Männer gerieten beim Aufteilen der Beute eines Bankraubs in Streit und kamen bei einer darauffolgenden Schießerei ums Leben. Die Schießerei ereignete sich am nördlichen Ende von Silverton in einem Hinterhof in der Engineers Lane zwischen der Ebernot Street und der Cowpit Street. Die Beute wurde nicht gefunden. Derzeit ruht der Fall aus Mangel an eindeutigen Hinweisen. Weitere Ermittlungen erforderlich. Alright, den Rest brauchen wir uns nicht angucken. Wir kümmern uns jetzt um die Mutterliebe. So. Vor meinem inneren Auge blitzte gerade eine Erinnerung auf. Die eines Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort gewesen? Also, Stonewood Manor muss sich in Grand Surrey befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf einem Hügel. Das Herrenhaus muss irgendwo dort in der Nähe sein. So, und das werden wir mal suchen. In Grand Surrey. Also, Kirche, Brücke, Hügel, Grand Surrey. Kommen wir mal auf die Karte. Das ist Grand Surrey. Das ist das ganze Gebiet hier. Und ich dachte mir im Grunde genommen, hier könnte doch eine Kirche sein und das hier ist irgendwie so ein Friedhof. Hier könnte sein. Wir sehen leider keine Erhebung oder sowas. Aber das werden wir uns angucken. Da gehen wir jetzt hin. So. So, da sind wir schon im schönen Grand Surrey. Wir hatten noch einen weiteren Hinweis zum Fall, beziehungsweise zur Position zum Ort. Und nämlich,
Bruchstückhafte Erinnerung an eine Kirche, einem Hügel und einer Brücke. Und die einzige Brücke wäre eigentlich die hier. Ansonsten sehe ich keine Brücken, die an Grenze vorbei. Hier wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, die Frage, wenn das hier vielleicht die Kirche ist und das hier ist das Herrenhaus, das würde auch passen. Deswegen gehen wir zum Friedhof von Cordona. Vor allem, da ist ja der Friedhof, da ist eine Kirche doch auch nicht weit. Geht doch viel schneller. Aber wenn es nicht dort ist, dann ist es auf der anderen Seite, würde ich sagen. Ne? Das finden wir schon. Da hinten, da sehen wir eine Kirche. Da sehen wir eine Kirche. Das ist also die Kirche. Das ist ein schönes Örtchen hier. Ach, sorry. Ja, das Herrenhaus, ja, würde ich sagen, das rote Ding da hinten dran. Wir haben doch ein Foto. Also so eine Art. Hier, da sind die Erinnerungen. Ja. Wobei die Balkone könnten natürlich von Architektur her, vom Design euch so auftauchen. Aber ich glaube, das ist richtig. Stonewood Manor. Burg, burg. Wundervoll, dann können wir die Markierung rausnehmen. Da waren wir gar nicht so schlecht mit der Markierung. Okay. Nice. Oh, das wird schön. Ich freue mich jetzt weiter in die Hauptstory einzutauchen. Das machen wir definitiv in der nächsten Episode. Und erst danach machen wir immer wieder mal Nebenquests. Aber jetzt Hauptstory. Watson wartet schon ganz ungeduldig auf uns. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir den Cliffhanger. Abonniert den Kanal und schaut rein beim nächsten Video. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid mit am Start. Bis zum nächsten.